Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ja, wir sind davor, Scarecrow zu stellen. Los geht's. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wer? Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Oh nein. Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Okay. Die Ballister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Ganz langsam. Jetzt ab da rein. Und auch wieder ganz langsam. Schön vorsichtig. Das war schon mal ein Kanister. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Bruce. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Oh, 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 oh. Sir, da habe ich mich zu schnell bewegt. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Schon. Prozent. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduziert. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Oh mein Gott. So, einer noch. Ist die Stadt gerettet. Der letzte. Das war jetzt... Oh, was? Hast du mich vermisst?
Nee. Oh, auch sehr cool. Jetzt sind wir quasi in der Zeit zurückgesprungen und spielen Commissioner Gordon. Natürlich können wir mit ihm nicht kämpfen. Na gut. Achso, jetzt doch. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Ja, dann treten wir mal ein. Ja, gibt's Unterhaltungsprogramm? Ich muss sagen, es ist schon cool, dass der Joker jetzt doch lebt. Den durchgeknallten Joker. Was zum Teufel ist das hier? Gefängnis, oder? Killer Croc sehe ich da. Müsste auch Croc sein, ne? Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Goliath, okay. Kenne ich persönlich jetzt nicht. Oh oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner. Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. keine Wunschsongs. Okay, Johnny C. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Sind alles Anhänger vom Joker? Commissioner! Gott sei Dank! Sie müssen mich hier rausholen! Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen! Ha! Mit mir ist alles in Ordnung! Warum glaube ich das nicht? Okay. Hier ist gar keiner drin. Batman. Gut, dass Alter. Du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden... zu Jokern. Mein Gott. Alter, was? Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert. Aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was sie wollten.
Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jin. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Okay. Heute. Hörst du mich, Bruce? Oh, tu nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst Acht geben. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Wir haben den Joker im Kopf. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ja, ich bin hier und nein, ich lasse mich nicht wieder töten. Das Batmobil kann, glaube ich, nur helfen. Ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Nahtbahn-Einlaufs. Ist nichts wie raus hier. Alter, hier geht alles hoch. Sehr geil. Ja, damit haben wir Ace Chemicals zerstört, aber wenigstens die Gasworker aufgehalten. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären... Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Okay. Alfred, analysiere die Miliz, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Aber immer.
etwas nachlassen, den Abgrund deines Verstandes nicht wahr. Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. Da entstehen Risse, während es an die Oberfläche dreht. Ich kann es fast schon schmecken. Die ganzen Drohnen nerven natürlich jetzt wie Sau. So, wir haben einen Stufenaufstieg. Dann schauen wir mal. Wayne Tech Verbesserungspunkte. Panzerungsstufe 1. Nachbrenneraufladung geht schneller. Ja, wir verbessern mal die Panzerung vom Batmobil. Aber ich habe gerade gehört, ich habe noch nie einen da hinten. Das ist ja echt mal eine Maschine. Das kannst du laut sagen. Da ist, glaube ich, ein Feuerwehrmann versteckt. So, dann schalten wir jetzt mal alle nach und nach wieder leise aus. Eine Sekunde und er haut dich K.O. Dafür hat er Neidros ausgebildet. Ich bin bereit. Gut, jetzt halt die Augen auf. Er kommt. Er kam schon runter. Er hat einen von euch erwischt, das heißt nichts. Er hat immer noch taktische Schwächen. Findet und tötet ihn. Wir haben den Mann gehört. Batman ist hier irgendwo. Schaltet ihn aus. Keine Gnade. Okay, die Weißen können uns anscheinend da orten. So, haben wir uns erstmal wieder ein bisschen Luft verschafft. Sitzen nur die beiden. Da ist noch einer. Er ist weg! Seht euch nach Verletzten um! Wir können hier nichts tun! Verteilt uns erst hier lang! Zack. So, wo ist jetzt der Kollege Feuerwehrmann? Der muss doch hier irgendwo sein. Oder doch unten drin? Muss doch hier sein. Na toll, jetzt sind wir wieder hier.
Ich habe doch definitiv gehört, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Habe ich mich da wohl verhört? Weil hier ist absolut nichts mehr zu sehen. Nun gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ob der Joker jetzt nun wirklich lebt oder nur in unserem Kopf ist, das werden wir dann rausfinden in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight.